Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Thiole und Thioether, Nomenklatur und Eigenschaften. Als Vorkenntnisse für dieses Video solltet ihr solide Kenntnisse der organischen Chemie bis zu den Äthern mitbringen. In diesem Video möchte ich euch eine kurze Übersicht über die Benennung und Eigenschaften der Thiole und Thioether vorstellen. Das Video habe ich in 4 Abschnitte unterteilt. Erstens Nomenklatur. Zweitens Eigenschaften, drittens Geruch, viertens Zusammenfassung. Erstens Nomenklatur der Thiole und Thioether. Bei der Nomenklatur der Thiole und Thioether geht es um deren korrekte chemische Benennung. Zum Vergleich möchte ich die Vertreter zweier Verbindungsklassen aufführen. Zuerst einen Vertreter der Alkohole. Und das ist der einfachste Vertreter der Äther. Wenn wir im Alkohol das Sauerstoffatom durch ein Schwefelatom ersetzen, erhalten wir einen Vertreter einer neuen Verbindungsklasse. Es handelt sich um ein Thiol. Man nennt ein Thiol auch Mercaptan. Ähnlich verfahren wir mit dem Äthermolekül. Das Sauerstoffatom wird durch ein Schwefelatom ausgetauscht. Die entstandene Verbindung ist der erste Vertreter der Thioether. Wir betrachten somit chemische Verbindungen mit den funktionellen Gruppen SH und einfach S. Bei den Thiolen und Thioethern. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com